Freunde, Konami hat mal wieder zugeschlagen. Wie ihr eventuell in den vergangenen Wochen in meinen Videos bemerkt haben könntet, versuche ich mein Bestes, um Konamis Sichtweise so gut es geht zu verstehen. Ich könnte wahrscheinlich alles, was Konami tut, blind kritisieren und auf den Volkszorn mit aufspringen und sagen, die da oben sind ganz doof. Und wahrscheinlich würde ich dafür von meiner Casual Community gefeiert werden, weil Casuals mögen es, wenn die da oben doof sind. Aber ich versuche zumindest, alles irgendwo objektiv zu betrachten und nicht einfach nur blind zu haten. Aber in diesem Punkt macht es Konami einem wirklich schwer. Wir haben es alle mitbekommen, es gibt eine neue Banlist im Yu-Gi-Oh! TCG. Übrigens, für die Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, das bedeutet wirklich nur, dass TCG, also es gibt noch ein OCG, das ist quasi die japanische Variante des Spiels, und Master Duel, was quasi die digitale Version des Spiels ist, die nochmal eine eigene Liste hat. Also wenn Karten im TCG verboten werden, dann zählt das nicht automatisch auch für Master Duel. Auf dieser Liste wurden 4 Karten verboten, und zwar Blumenbaronin, Borrowload Savage Dragon, Linkoribo und Beschwörungs Limit. Die 4. können wir eigentlich rauslassen, die hat mit der Diskussion nicht wirklich viel zu tun. Aber die anderen 3 Karten sind Karten, die seit Jahren gespielt werden und meiner Ansicht nach unterschiedlich gut sind und teilweise verdient verboten sind und teilweise nicht, die aber alle vorrangig wegen eines Decks verboten wurden, und zwar wegen Snake Eye. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber ihr müsst nicht unbedingt Ahnung von Competitive Yu-Gi-Oh! Haben, um das Thema hier zu verstehen. Was ihr wissen müsst, ist, dass Snake Eye in den vergangenen Monaten das beste Deck gewesen ist, und zwar mit Abstand. Es ist ein sogenanntes das Tier Zero Deck gewesen. Das bedeutet also ein Deck, bei dem es eigentlich keinen Sinn macht, es nicht zu spielen, oder irgendein Anti-Meta-Deck spezifisch designt, um es zu countern zu spielen. Pro-Player finden Tier-Zero-Formate meistens ziemlich cool, weil Tier-Zero-Formate meistens bedeuten, dass man sich auf alles vorbereiten kann und häufig halt der Spieler, der das beste Deck besser spielen kann, gewinnt. Für die meisten anderen sind Tier-Zero-Formate eher nervig, weil du monatelang gegen dasselbe Deck spielst, gerade wenn das Format zu lange geht. Und bei Snake Eye kann man sagen, dass das der Fall gewesen ist. Irgendwie hatte gefühlt niemand Bock auf das Deck. Also nicht unbedingt es zu spielen, sondern halt immer wieder dagegen zu spielen. Und in diesem Deck sind diese 3 Karten extrem gut gewesen. Sie gehören aber nicht zum Deck dazu. Also es sind jetzt keine Snake-Eye-Karten, sondern generische Karten, die es alle schon seit Jahren gibt, die jetzt aber verboten wurden, weil sie in diesem Deck gut sind. Und irgendwo machen diese Hits tatsächlich Sinn, da diese Karten Interaktion ermöglichen, die das Snake-Eye-Deck auf jeden Fall deutlich stärker machen. Also ohne diese Karten ist Snake-Eye nicht so gut wie mit ihnen, aber wie man anhand neuester Turnierzahlen erkennen kann, ist es immer noch das Deck, welches am meisten gespielt wird. Es gab da zwar schon drastischere Zahlen, aber wie man sehen kann, ist das immer noch die absolute Mehrheit. Zumindest wenn man die ganzen Kombinationen mit anderen Decks wie Snake Eye Fire King beispielsweise mitzählt. Das Deck hat mittlerweile lange genug existiert und hatte zumindest ein paar große Turniere, dass man sagen könnte, dass man das Deck selbst hitten könnte. Dafür hat man sich aber nicht entschieden, stattdessen hat man wie gesagt diese Karten verboten, die in Kombination mit dem Deck halt gut sind. Vor allem die beiden Synchro-Monster sind Karten, die meiner Ansicht nach so oder so verboten gehören. Und zwar schon seit langem. Es sind generische Omni-Negates, also Karten, die Effekte bzw. Aktivierungen von Karten oder Effekten annullieren können. Und das ist ja das, worüber sich viele Leute in Yu-Gi-Oh! Heutzutage beschweren. Der Gegner macht so lange Combo und legt dann so viele Monster hin, die alles annullieren können, sodass man dagegen gar nichts machen kann. Komischerweise sind das genau die gleichen Leute, die dann im Nachhinein sagen, Blumenbaronin ist ja gar keine gute Karte. Mal so eine Frage, wenn Blumenbaronin, die ein Omni-Negate ist, eine Karte zerstören kann und ein Monster vom Friedhof beschwören kann, nicht gut ist, was ist denn dann für euch gut? Aber egal, ich strenge mich an, hieraus keine Yugi-Boomer-Madness-Folge zu machen. Wie gesagt, finde ich so oder so, dass diese beiden Karten verboten gehören, weil sie für das, was sie sind, nämlich Omni-Negates, viel zu generisch sind. Und klar könnte man jetzt sagen, dass eine Blumenbaronin alleine ja nicht so schwer zu umspielen ist, genauso wie ein Borrowload Savage Dragon alleine. Aber genauso könnte man sagen, dass ein Firewall Dragon Pre-Errata ja auch gar nicht mal so krass ist. Oder ein Union Carrier auch nicht. Oder eine Vanity's Emptiness auch nicht. Es geht ja immer um den Kontext. Es geht ja immer um die Kombinationsmöglichkeiten. Wenn du sowieso schon ein krasses Board hinlegst, welches ohnehin schon schwer zu brechen ist, und du dann noch 2 generische Omni-Negates hinlegen kannst, die es dann noch schwerer machen, das Board loszuwerden, das kann schon ziemlich nervig sein. Nicht nur nervig, sondern einfach unnötig overpowered. Meiner Ansicht nach sollten diese Karten also so oder so verboten sein. Ich finde aber den Zeitpunkt
sehr fragwürdig gewählt. Also natürlich kann man sagen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt gibt, um eine Karte zu verbieten, aber bei diesen beiden Karten ist es so, dass sie erst kürzlich in der Rarity Collection geprintet wurden. Und vor allem Blumenbaronin war mit der Hauptkaufgrund für diese Rarity Collection. Klar, das war eines der heftigsten Sets aller Zeiten und da waren sowieso gefühlt alle meta-relevanten Karten drin, also Handtraps, Boardbreaker, da war wirklich alles drin. Die meisten dieser Karten hatten allerdings bereits den ein oder anderen Reprint. Das bedeutet also, auch wenn sie jetzt nicht übertrieben günstig waren, waren sie nicht so teuer wie beispielsweise eine Blumenbaronin, die man für sehr viele Decks gebraucht hat. Blumenbaronin kam im Oktober 2021 in Legendary Duelist Synchro Storm und war gefühlt der einzige Grund, dieses Set zu kaufen. Und seitdem war die Karte stets extrem überteuert. Die hat so um die 80, 90, 100 Euro ungefähr gekostet. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so ungefähr in diese Richtung ging das Ganze. Dann hat sie anderthalb Jahre später einen Reprint in Maze of Memories bekommen, wurde darin wieder als Ultra Rare geprintet, also wie auch schon bei ihrem ersten Print, und als Collectors Rare, weil sie ja nicht schon teuer genug gewesen ist. Und das heißt, selbst nach dem Reprint hat die Karte noch irgendwas 40, 50, 60 Euro gekostet. Wie gesagt, was die genauen Preise angeht, müsste man jetzt die Market Watch Experten fragen, was für mich immer noch der hirnverbrannteste Yu-Gi-Oh! Content auf ganz YouTube ist. Es geht mir einfach nur so ungefähr um den Spielraum, in dem wir uns bewegen. Das heißt, die Karte war weiterhin überteuert, obwohl sie schon Reprint hatte, und die Rarity Collection war die erste Möglichkeit, die Karte halbwegs günstig zu bekommen. Viele Leute haben gerade deswegen die Rarity Collection gekauft. Ist jetzt nicht so, dass das Set sonst niemand gekauft hätte, das war trotzdem krass genug, aber das war schon mit ein Hauptkaufgrund. Und nicht nur das, sondern das war halt auch einfach die erste Möglichkeit für viele Leute, sich die Karte überhaupt ranzuholen. Borreload Savage Dragon war darin übrigens auch drin und der war auch relativ teuer vorher, aber das waren nicht so diese Dimensionen wie bei Blumenbaronin. Und jetzt werden diese Karten verboten. Gerade wo die Leute das erste Mal die Möglichkeit haben, sie zu spielen. Und ja, zwischen der Rarity Collection und der jetzigen Banlist sind knapp 5 Monate vergangen. Und da könnte man ja sagen, wow, das war ja so viel Zeit. Aber auf der anderen Seite ist in dieser Zeit auch nicht wirklich viel passiert. Es gab jetzt nicht allzu viele Turniere währenddessen, wo man diese Karten hätte benutzen können. Das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt, nämlich Timeout, den Yu-Gi-Oh! Podcast. Schaut dort auf jeden Fall vorbei. Ist ein eigener Kanal mittlerweile und wir machen jede Woche einen Podcast gemeinsam mit Julio und Schattenspieler. Und da haben wir bereits über dieses Thema geredet. Yu-Gi-Oh! War die letzten Monate extrem tot. Und jetzt wird dann so eine Karte verboten, wo viele Leute gerade die Möglichkeit gehabt hätten, sie überhaupt erstmal zu spielen. Wie gesagt, meiner Ansicht nach gehört so eine Karte sowieso verboten. Ich finde die sowieso zu krass und ich finde, sowas sollte es nicht geben. Die hätte es von Anfang an eigentlich nie geben sollen, aber dann war es halt so und da finde ich den jetzigen Moment, um sie zu verbieten, tatsächlich irgendwie fehl am Platz. Vor allem, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, einfach Snake Eye zu hitten. Was man nicht gemacht hat, da man möchte, dass Snake Eye noch ein großes Turnier gewinnt und man vielleicht auch noch die Überreste, die man noch hat, verkaufen kann. Kurz gesagt, hat man mit Blumenbaronin nochmal einmal richtig Kasse gemacht und sie dann verboten. Und das hätte jetzt gerade nicht unbedingt sein müssen. Also nicht unbedingt mehr als die letzten 2 Jahre ohnehin schon. Es ist nicht so, dass es keine Alternativen gegeben hätte. Man hat sich nur für die Variante entschieden, bei der man noch mehr Karten verkaufen kann. Und ich finde, das kann man schon kritisieren. Prinzipiell ist es schwierig, immer alle mit einer Banlist zufriedenzustellen. Das ist auf jeden Fall die eine Sache. Es wird immer Leute geben, die sich beschweren und deswegen bin ich ja eigentlich auch kein Freund davon, immer zu sagen, dass alles schlecht ist. Denn eine Banlist sollte eigentlich dafür da sein, Dinge zu verbieten, die problematisch sind. Was Blumenbaronin definitiv ist, meiner Meinung nach, und Borreload Savage Dragon auch, aber das schon seit Jahren. Warum jetzt verbieten, wo gerade Leute das erste Mal die Möglichkeit haben, diese Karten überhaupt zu spielen? Es ist zwar nicht ganz so eine kritische Situation, aber es gibt mir so ein bisschen diese Zodiac-Vibes, wo sie vor 5-6 Jahren die ganzen Zodiac-Karten, die vorher Endlevel teuer gewesen sind, in einer Tin gereprintet haben und sie dann gefühlt am selben Tag noch verboten haben, wodurch keiner die Möglichkeit hatte, die Karten jemals günstig zu spielen. Oder als sie Electromite rausgebracht haben, die Leute sich das Set bereits vorbestellt hatten und sie dann einfach Pendel komplett gehittet haben. Am Ende war es trotzdem noch das beste Deck, aber darauf will man sich ja schon irgendwie einstellen, wenn man sich Karten kauft. Und ich sage nicht, dass Konami das immer so macht, aber es gab definitiv in den vergangenen Jahren Verbotslisten, bei denen man gemerkt hat, dass es weniger um das Spiel geht, sondern mehr so darum, vielleicht noch ein paar Sets zu verkaufen oder die Karten zu verbieten, mit denen man jetzt gerade kein Geld mehr machen kann. Was ich an sich nicht mal schlimm finde. Wenn man wenigstens genug Zeit hatte, diese Karten dann auch zu spielen, sodass man nicht das Gefühl hat, hey, ich habe die jetzt extra gekauft und jetzt kann ich sie gar nicht einsetzen. Ich habe jetzt auch von einigen Leuten gehört, dass ihre Decks nahezu unspielbar geworden sind durch diese Bans, wenn sie jetzt nicht gerade das Top-Tier-Meta-Deck spielen, sondern Decks, die vielleicht nicht so stark sind, wo Blumenbaronin dann
nahezu die Win-Condition gewesen ist. Jetzt könnte man natürlich einfach sagen, Konami ist böse, warum haben sie das gemacht, die wollen nur Geld machen. Aber ich finde, das Problem liegt ein bisschen tiefer als das. Die Rarity Collection war ja bereits schon lange so angekündigt, weil es die auch im OCG schon so gab. Und im TCG haben wir quasi einfach nur nahezu dasselbe Set bekommen wie halt im OCG. Und der Blumenbaronen-Bann ist ja jetzt nur im TCG passiert. Das bedeutet, ursprünglich kann man Konami bei diesem Produkt gar nicht vorwerfen, dass sie bereits die Intention hatten, einfach nur die Karten nochmal zu verkaufen und sie dann schnell zu verbieten. Ich finde eher, dass hier die Abstimmung zwischen TCG und OCG sehr fragwürdig getimt ist. Und ich finde, dass das häufig der Fall ist. Also häufig werden bei uns fragwürdige Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass aus einem Structure Deck einfach ein ganzes Set gemacht wird, wo man die Karten nicht sicher bekommt, sondern sich erstmal Booster kaufen muss, um die besten Karten zu bekommen. Oder zum Beispiel, dass in Structure Decks gewisse Handtraps durch schlechtere Handtraps ersetzt werden, weil man sich den Reprint wahrscheinlich für ein noch besseres Set vorbehalten möchte. Und diese Entscheidungen gehen eigentlich fast immer zum Leibwesen der Portemonnaies der Spieler. Meiner Ansicht nach ist das wirklich ein reines TCG-Problem. Es werden komische Entscheidungen getroffen, bei denen man nicht mal sagen kann, dass das von Anfang an beabsichtigt war. Letztendlich starten alle Entscheidungen beim OCG, also Konami in Japan. Was dann bei uns passiert, wird nochmal von einer anderen Instanz entschieden. Im OCG sind Karten, wie zum Beispiel Blumenbaronen, bei Release auch meistens gar nicht so schwer zu erhalten. Man kennt das ja bei uns im TCG, es gibt dann immer so diese eine Chase-Karte pro Set, das ist dann eine Secret Rare und dann gibt es die nochmal in Starlight Rare oder in Collectors Rare, weil Secret Rare ja nicht schon selten genug ist und dann kostet die so um die 70, 80, 90 Euro pro Stück und das sind dann so Karten vom Kaliber wie Blumenbaronen oder Topf der Extravaganz seinerzeit oder Infinite Impermanence oder Access Code Talker, Karten, die man über die Jahre halt safe brauchte. Die gibt es wie gesagt bei uns entweder nur in Secret Rare und die Secret Rare kostet dann meistens so um die 80 Euro pro Stück oder dann zusätzlich noch als Starlight Rare für so 300-400 Euro. Im OCG haben die meisten dieser Karten aber dann noch ein Super Rare oder Ultra Rare Printing. Also viele dieser Karten kommen nicht nur in einer Rarity oder in zwei maximal überteuerten Rarities, sondern tatsächlich auch in den Rarities, die einfacher sind zu bekommen. Das bedeutet, ich kann jetzt natürlich nicht für jede einzelne Karte sprechen und wieder will ich euch keine festen Preise nennen, also nagelt mich jetzt bitte nicht auf den Centbetrag fest, aber ungefähr bewegen wir uns dann zum Beispiel bei einem Topf der Extravaganz damals, als er rauskam, im TCG bei 80 Euro pro Stück und im OCG vielleicht bei 5 oder 10 Euro umgerechnet pro Stück, wenn du dir stattdessen die Super Rare holst. Also du kannst die teure Variante spielen, aber du musst es nicht, um sie zu spielen. Du kannst auch die etwas günstigere Variante spielen. Und das finde ich so bizarr. Das funktioniert in Japan. Da werden die Sets trotzdem verkauft. Also da kriegt man es ja trotzdem hin, Profit genug zu machen. Bei uns ist es aber so, dass die offensichtlich beste Karte aus jedem Set immer nur als Secret Rare oder wenn es die höchste Rarity ist, dann Ultra Rare oder eben Collectors oder Starlight Rare geprintet wird, wodurch ja viel mehr Boxen verkauft werden müssen, bis überhaupt mal solche Karten in den Umlauf kommen. Also macht ja Sinn, wenn es von einer Karte ein Super Rare, Ultra Rare und Secret Rare Printing gibt, dann sind davon halt einfach viel mehr auf dem Markt. Dann muss man nicht so viele Boxen öffnen, um an eine dieser Karten zu kommen. Wenn es die aber nur als Secret Rare gibt und dann auch noch als Short Print, dass die vielleicht nur einmal pro Case drin ist oder so, dann muss man ja viel mehr Boxen öffnen, um diese gute Karte zu spielen. Und das werden Spieler tun, denn sie wollen natürlich die besten Karten spielen. Es ist bei uns im TCG einfach Abzocke vor dem Herrn, was damit passiert. Und es ist einfach bizarr, dass es im OCG ja gar nicht so ist. Also außerhalb Japans ist man aus irgendeinem Grund gieriger als in Japan. Ich persönlich finde es, wenn man es mit dem Pokémon TCG vergleicht, dort mit am besten geregelt. Nehmen wir zum Beispiel mal das Glurak, das bei mir im Hintergrund steht. Also der Kollege hier. Die Version der Karte, die ihr hier seht, hat bei Release ungefähr 80 bis 90 Euro pro Stück gekostet. Aber du musstest nicht diese Version der Karte kaufen, um sie spielen zu können. Und das, obwohl das eine der besten Karten zu dem Zeitpunkt war. Es gab auch diese Variante der Karte und die hat gerade mal so um die 10 Euro pro Stück gekostet. Was für Pokémon-Verhältnisse sogar noch relativ teuer ist. Also in Pokémon gibt es literally Decks, die du für 30, 40 Euro kaufen kannst. Und wir reden nicht von einzelnen Karten, wir reden von
Decks. Und das sind dann nicht so Tier 27 Decks, sondern das sind dann teilweise Top-Tier-Meta-Decks. In Yu-Gi-Oh! Kriegst du dafür nicht mal eine Karte! Selbst wenn man diese Logik verteidigen möchte, selbst wenn man sagen möchte, dass es absolut rein gar nichts mit Kapitalismus zu tun hat und es spielerisch absolut Sinn ergibt von Konami, dass die besten Karten immer so extrem selten sind, dass man sich entweder tausende Boxen kaufen muss, damit man sie überhaupt bekommt, oder sie sich halt für teures Geld auf dem Zweitmarkt ranholen soll, gibt es einen Punkt, wo wirklich die Logik komplett scheitert. Und das ist ebenfalls bei Blumenbaronen der Fall. Die Karte kommt in einem Set raus als Ultra Rare, wo abgesehen von der einen Karte, die man auch als Ghost Rare bekommen kann, Ultra Rare auch die höchste Rarity im ganzen Set ist. Also selbst die Ultra Rare Blumenbaronin hat weitaus mehr gekostet als die Ghost Rare aus dem Set damals. Warum gibst du dann der Karte anderthalb Jahre später nochmal einen Reprint und dann wieder als Ultra Rare? Wieder die höchste Rarity im Set und als Alternative gibst du eine Collector's Rare, was ja noch höher ist. Also nicht mal Super Rare oder eine Ultra Rare in irgendeiner Box, wo man sie dann garantiert bekommt, sondern wieder die seltenste, ich sag mal, normale Rarity in dem Set oder halt die Special Collectors blablabla Rare. Warum sollte der Sinn eines Reprints nicht darin bestehen, dass die Karte einfacher zu bekommen wird? Aber die Karte war nach wie vor immer noch genauso selten. Vor allem, du hast erst eine Ultra Rare, dann kommt sie wieder als Ultra Rare oder als Collector's Rare, die noch teurer ist. Wieso überhaupt zweimal Ultra Rare? Ich verstehe das nicht. Vor allem nach anderthalb Jahren, da hätte man doch durchaus die Karte ein bisschen erschwinglicher machen können. Und das passiert so häufig. Konami macht das so unendlich oft. Also da gab es Karten über die Jahre, Infinite Impermanence, Forbidden Droplet, die haben teilweise 3-4 Ultra Rare Printings hintereinander bekommen in Sets, wo dann auch Ultra Rare die höchste Rarity gewesen ist, sodass die Karten selbst nach 3-4 Reprints trotzdem noch 30-40 Euro pro Stück gekostet haben. Wo ist das denn der Sinn der Sache? Und dann, jetzt im Fall von Blumenbaronen, war die Karte das erste Mal halbwegs günstig zu haben und dann wird sie verboten. Also wirklich den letzten Cent rausgesaugt und dann, nö, ciao. Warum? Also dann gibt doch gar keinen Reprint mehr. Dann lass es doch bei Maze of Memories vor einem Jahr und dann haben die Leute das Geld dafür bezahlt, hatten noch über ein Jahr Zeit, die Karte zu spielen und gut ist, dann kannst du sie verbieten. Aber warum jetzt extra nochmal den Leuten mit der Rarity Collection das Geld aus der Tasche ziehen, damit sie sich Blumenbaronen holen können und dann wird sie verboten? Wie gesagt, man kann Konami, Japan, diesen Vorwurf gar nicht machen, weil da ist die Karte ja immer noch erlaubt und da wurde das Set ja auch so designt. Aber im TCG scheint es komplett egal zu sein. Also da wird einfach komplett auf die Finanzen der Spieler geschissen. Und wie gesagt, Blumenbaronen ist nur ein aktuelles Beispiel. Das gab es so häufig in den vergangenen Jahren. Und ich verstehe das einfach nicht. Leute geben so oder so schon extrem viel Geld für TCGs aus. Also Nerd sein ist sowieso eine absolut gepeinigte Existenz finanziell gesehen. Du gibst so viel Geld aus für Sammelkarten, für Figuren, für Manga, keine Ahnung was. Also wir sind schon bereit, extrem viel Geld auszugeben. Warum uns noch den letzten Cent aus der Tasche ziehen? Beim nächsten Mal entweder zeitnah einen günstigen Reprint bringen, sodass die Karte auch für viele Leute erhältlich ist, oder gar nicht erst die Karte ausschließlich als 80-Euro-Karte rausbringen. Andere Kartenspiele beweisen ja, dass es auch anders geht. Und zwar nicht nur Pokémon, sondern wie gesagt, selbst Yu-Gi-Oh! In Japan. Und dann hat man dieses Problem im Nachhinein nicht. Aber gut, Freunde, das sind nur meine Gedanken zu diesem Thema. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.